Vielleicht seid ihr deswegen auch bei mir, kleinen Verrückten, gelandet. Und ich quatsche hier so viel. Das ist hier wieder Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch ist hier mit am Start. Hallo, meine wundervollen Mäuse, und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Und heute geht es weiter mit, ich habe da so das ein oder andere geshoppt, was ich euch noch zeigen möchte. Und da sind wir ja im Moment so ein bisschen querbeet unterwegs, weil ich dachte, das macht euch vielleicht auch Spaß, einfach so ein bisschen abzuchecken, was Katrin sich hier und da mal schnappt und euch einfach noch nicht gezeigt hat. Und unter anderem wieder eine Palette. Oh mein Gott, ich kleiner Palettensuchte, ich sag's euch, aber schöne Paletten. Oh mein Gott, sie kriegen mich einfach immer wieder. Eine davon trage ich bereits auf den Augen. Ich weiß nicht, wann ich das schaffe, dieses Video hochzuladen. Ich glaube nicht rechtzeitig, denn es wird auch wieder eine Mystery Box geben bei der Firma, bei der ich wieder zugeschlagen habe, weil ich wirklich seit dieser Mystery Box so komplett drauf angefixt bin. Odin's Eye. Und da konnte ich natürlich auch nicht widerstehen, wie neue Paletten rauskamen. Und habe mir, ja, sie ist schon ein bisschen älter. Wie gesagt, ich zeige euch hier noch so ein bisschen, was hier und da so mitkam. Ist einmal diese kleine Schönheit. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich liebe diese Palette. Snow Dream Palette von Odin's Eye. Ich meine, ne, jetzt geht's Richtung Frühling, beziehungsweise ne, Richtung Sommer auch. Aber ich weiß, sie hat ein wunderschönes weihnachtliches Design hier. Und vielleicht ist euch gerade auch warm, weil die Sonne scheint. Dann kühlt euch diese Palette ein bisschen ab. Aber natürlich könnt ihr die Palette das ganze Jahr über benutzen. Und ich meine, Packaging bei Odin's Eye ist ja schon immer ein Knaller, aber, oh mein Gott, auch innen drin, die sind so, so schön. Wirklich, ich liebe diese matten Töne, ich liebe die Schimmertöne. Man sieht es auch so schön, wie ich hier einfach schon dreist ohne euch am Schminken und am Machen war, ne? Weil da sind ja so ein paar schöne Einstanzungen auch mit dabei, die ich natürlich auch hier und da schon mal so ein bisschen abgetragen habe. Und oh, ich habe im Moment, das könnte ich euch ja einfach zeigen, ne? Ich habe natürlich den weißen zum Setten einmal drauf gemacht, habe dann diesen mit der kleinen Schneeflocke so ein bisschen hier oben drauf, ein bisschen von dem Grünen mit dabei. Ich liebe eh so kühlere Grüntöne auch. Und dann kommen halt diese wunderschönen Schimmerfarben zum Einsatz. Da habe ich hier einmal den außen. Ja, schön, wenn ich das Auge, das andere Auge zupetze und euch das hier zeige, ne? Hier außen einmal diesen Grünton und auch diesen hellen Ton einmal so ein bisschen mitverwendet. Ich kann euch die auch mal, oh mein Gott, Leute, wirklich, diese Paletten, oh, ich will die gar nicht, die sind so cremig, das sieht man auch an hier dem, ne? Wenn man da so reingeht, das sind halt so ein paar Tönchen hier, die ich euch gerne einmal auch swatchen kann, damit ihr auch die gesehen habt, ne, die sind einfach, die sind so ein Schimmertraum. Oh, und die sehen auf dem Auge, das sieht man jetzt zum Beispiel an den Swatches auch, finde ich, sehen die natürlich noch um einiges krasser aus, ne. Ich kann euch da auch raten, vielleicht einen Glitterclou zu verwenden, den habe ich heute nicht drauf, deswegen haben sie mir hier so ein bisschen runter geglittert. Und man hat immer, also auch wenn man die swatcht, ne, man hat so ein bisschen Glitterparty hier am Start. Was mich, kleine Glitzerqueen, immer sehr, sehr glücklich macht. Ich liebe einfach Glitzer. Und aber auch die matten Töne, und da mache ich gerade mal meine Hand trocken hier, gehe ich euch auch einfach mal in drei Stück rein, zum Beispiel diesen hellen hier, ne? Die sind auch immer da, so richtig schön. Die lassen sich so toll ausblenden. Wirklich, ich finde die genial. Auch die swatche ich euch einmal hier. Ich finde diese Farbkombi einfach so genial. Ich meine, die passt natürlich auch toll in den Herbst. Wie gesagt, bei Paletten ist das, finde ich, es gibt so Töne, die passen in manche Jahreszeiten. Manchmal bin ich auch im tristen Winter unterwegs und klatsche mir dann richtig Farbe ins Gesicht, weil ich Lust drauf habe. Das ist ja immer das Schöne an Make-up. Und die kam auf jeden Fall mit und befindet sich dann gleich in einem kleinen Augenlook auf meinen Augen. Wir sind ja hier querbeet unterwegs, wie ich euch schon gesagt habe. Und da muss ich jetzt gerade so ein bisschen lachen, ne? Da scheiden sich einfach die Geister, ne?
aber ich mag die unheimlich gerne. Die Rede ist von Ava and May Kerzen. Liebe Grüße, Jen. Die kann sich bestimmt daran erinnern, als sie mich nämlich damals auf diese Kerze angefixt hat, wo ich dann natürlich zugeschlagen habe. Ich mag die Kerzen einfach. Ich mag die unheimlich gerne. Ich mag sowieso, ich meine, ich muss euch nicht erzählen. Ich könnte euch hier einen kompletten Kerzenhaul auch wieder abfilmen, weil ich echt so ein kleiner Kerzen-Junkie bin. Und Ava and May, und nein, nicht bezahlt oder sponsert oder so, ne? Ich kaufe mir die Sachen halt von meinem Geld, ne? Aus Überzeugung, weil ich sie halt gut finde. Und komm raus, du kleine Kerze. Erober euch hier gerade mal die Kerze, beziehungsweise auch mir. Und das sind halt immer so Special Editions, die hier und da mal kommen. Und Lemon Pie, Leute, wirklich, konnte doch an Lemon Pie nicht wirklich vorbei. Ist einmal hier in groß mitgekommen. Was soll ich euch sagen? Moment, hier ist wieder mein kleiner Karton am Start, was ich euch noch alles abfilmen möchte. Ich hätte vielleicht auch einfach die bereits ausgepackte nehmen können, denn ich habe mir die einfach zweimal gegönnt. Also zweimal Lemon Pie in Großes mitgekommen und ich bereue nichts. Wenn ich allein schon diesen Zitronenkuchen hier hinten drauf sehe. Aber in May Kerzen sind für mich Kerzen, die zwar vielleicht nicht so extrem riechen, wenn man im Raum selbst ist. Also so empfinde ich das. Schreibt mir mal gerne, weil da ist, wie gesagt, scheiden sich so ein bisschen die Geister, dass die einen sagen, die riechen nicht. Und ich finde, die riechen halt schon, beziehungsweise das sind so Kerzen, die riecht man nicht direkt, solange man in diesem Raum ist. Aber wenn ihr diesen Raum betretet, dann riecht man das. Natürlich könnt ihr kein ganzes Haus damit bedüfteln, ne? Also ich sag mal so, in meinem kleinen Schminkzimmerchen hier oder im Wohnzimmer bei mir funktioniert das wunderbar. Oh mein Gott, dieser Duft allein schon, ohne dass die Kerze angesteckt ist. Oh, die riechen so gut, so fruchtig. Also die kann ich mir auch super gut für jetzt in der wärmeren Jahreszeit vorstellen. Ich liebe auch diese, hier, diese Gläser davon, da kann man super Pinsel verstauen, wenn man das einmal leer gemacht hat oder sonstigen Kram, weil die ja auch einen schönen Deckel dazu haben, ne? Also die mag ich unheimlich gerne. Ich mag Ava and May Kerzen sehr gerne. Ich hatte das auch mal, dass vielleicht eine Kerze nicht so krass geduftet hat, aber ich empfinde das immer als sehr, sehr angenehm, so in die Räume zu kommen, wo diese Kerzen gebrannt haben. Und ja, da kam zwei mit. Und das hatte ich bereits in einem anderen Haul, glaube ich. Ah nee, im Aufgebraucht-Video erwähnt. Die Kerze ist jetzt schon zum dritten Mal bei mir eingezogen. Denn die gab es auch nochmal bei Ava and May. Ich hätte die auch mal vorher auspacken können, ne? Oh mein Gott. Die sind nämlich immer so geschützt mit diesen Kartons da einmal drum, damit die nicht kaputt gehen. Auf jeden Fall ist diese Kerze schon zum dritten Mal bei mir eingezogen. Ich hatte das Glück, ich konnte mir die, da müsst ihr auch mal schauen, Best Secret, ne? Die haben auch ab und zu Ava and May Produkte oder solche Geschichten. Das ist so cool, was ihr da alles findet. Auf jeden Fall hatte ich mir da nämlich auch nochmal die Kerze nachgeschnappt, weil ich es auch bereut hatte, sie nicht direkt zweimal bestellt zu haben. Und dann war sie bei Ava and May kurzzeitig wieder verfügbar und da kam sie natürlich wieder weg. Mit ist die Kerze Austria und die riecht halt, oh, ich finde, die riecht so genial nach Kaffee. Die habe ich auch schon einmal aufgebraucht und oh, das ist so ein Duft. Oh, der geht einfach immer. Und die in der Küche zum Beispiel bei mir angestellt, ich liebe das, ne? So schlaftrunken einfach in die Küche zu laufen und schon den ersten Kaffeeduft zum Beispiel in der Nase zu haben. Also mag ich unheimlich gerne und deswegen musste auch diese Kerze nochmal mit. Ich habe mir aber auch ein kleines Parfum mitbestellt gehabt. Und zwar dieses Major Crush. Ich weiß gar nicht mehr, steht das vielleicht drauf, nach was das riechen soll? Ich glaube Kirsche, irgendwie süßlich nach Kirsche und tralala soll das duften. Und ich mag halt auch Parfum sehr gerne. Ich fand die von Ava and May auch sehr gut. Und das hier war, meine ich, im Angebot gewesen. Ich bin ein kleiner Zurückpacker, Leute, ne? Sieht mal, da ich das schon ein paar Mal gesprüht hatte, und dann immer, ah, das wollte ich euch noch zeigen und pack's dann wieder zurück, ne? Endlich
Packung einmal weg und jetzt einfach so benutzen. Ich finde, das riecht unheimlich gut. Ich mag das gerne. Ein bisschen süßlicher halt, wie gesagt. So ein bisschen, ach, ich würde sagen, so Kirschenzuckerwatte. Irgendwie habe ich das. Ich mag so extrem süße Düfte eigentlich nicht gerne, die dann so Kopfweh machen oder sowas. Aber das hier ist so ein angenehmer süßer Duft für mich. Also das hier auch Major Crush einmal in klein mitgekommen. Ich bleibe einfach mal kurz bei den Kerzen, denn es gibt so andere Kerzenmarken, die ich halt auch unheimlich gerne mag. Und nein, das ist nicht alles, aber ich packe euch hier mal gerade in den Haul so ein bisschen Party Light mit rein. Das sind wirklich Kerzen, da duftet das ganze Haus. Und während ihr in dem Raum sitzt, das duftet. Das sind auch keine Kerzen, die ich jetzt sonst wie lange brennen lassen kann, weil mir das, selbst mir, das so gut das auch riecht, aber dann irgendwann zu viel wird, ne? Aber es riecht auch so unheimlich gut. Und da ist so ein kleines K drauf, weil das halt meine Kerzen sind. Ne? K wie Katrin, damit das aufgeteilt werden kann. Und Party Light hat halt auch Teelichter, so einige. Und nein, das sind nicht alle, die ich bestellt habe. Ich habe da auch einige von verschenkt und finde das immer schön, wenn man dann so eine kleine Kerze auch verschenken kann. Und auch Party Light hat halt hier und da mal einen richtig nice Sale, ne? Wo man dann günstig drankommt. Ich habe hier zum Beispiel, oh mein Gott, die sind so gut. Karamell-Mapel-Sirup, da habe ich einige schon abgefackelt. Ich habe hier tatsächlich nur noch 6 Stück drin. Den Rest habe ich schon verdüftelt, weil die so gut waren. Die hatte ich schon im Winter übrigens brennen, ne? Oh mein Gott, die riechen so fantastisch. Und so eine kleine, so ein kleines Teelicht ist immer genial für mal kurz so diesen Duft sich einfach ins Haus zu bringen. Dann habe ich hier Maple Leaf and Ginger. Da habe ich schon ein paar rausgenommen und verschenkt. Die hatte ich aber noch nicht brennen. Aber die hat sich auch so toll angehört. Das ist manchmal, wenn man auch so diese Duftbeschreibungen liest, da ist man auch so richtig schön lost. Und die riecht auch, die riechen alle fantastisch. Also da brauche ich, da war jetzt keine dabei, die ich mir bestellt habe, wo ich gesagt habe, die müffelt aber. Oh mein Gott. Und die suchte ich. Das ist Mary Meringue. Das ist Zitronenbaiser auf Marshmallow-Bergen oder so. Irgendwie wurden die beschrieben. Und Leute, die riechen so genial. Also so leicht, ja, zitronig und süß. Und oh mein Gott, da könnte ich mich reinsetzen in diesen Duft, ne? Da ist auch wieder, da habe ich auch nicht nur ein Päckchen mitgenommen, sondern habe gleich ein bisschen extremer zugeschlagen und habe 3 Päckchen waren es. Eins, wie gesagt, ist schon weitergewandert, wo ich mir da noch mitgenommen habe. Und dennoch überlege ich mir, die große Kerze noch zu kaufen, weil das echt so ein fantastischer Duft ist. Was auch lecker riecht, aber schnell zu viel sein kann, ist Bananen-Walnussbrot. Die habe ich hier einmal noch am Start. Und die riechen auch sehr lecker, aber sehr mastig. Und aber Gott sei Dank nicht zu krass nach Banane. Da hatte ich so ein bisschen Angst vor, aber oh, ich liebe solche Düfte, die das Haus irgendwie so heimeliger und wärmer machen. Und da ist auf jeden Fall der Duft auch gut dafür. Aber wie gesagt, ich glaube, in groß würde ich die nicht unbedingt holen, ach, sagte sie und überlegt trotzdem, ne? Aber wie gesagt, das feuert jetzt kein Bananen-Duftexplosion in euer Haus, sondern wirklich dieses Walnuss kommt dann noch mit dazu und das macht das Ganze, also so ein schöner, warmer, gemütlicher Duft wie nach frisch gebackenem Bananenbrot halt. Also mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann, was habe ich denn hier für ein kleines K? Muss ich mal schauen. Oh mein Gott. Ja, da konnte ich natürlich auch nicht dran vorbei. Mango Lime Sorbet, Leute. Oh mein Gott. Die Gläser sind auch immer so schön, ne? Und hier steht sogar drauf, glaube ich, nach was das riechen soll. Fresh Mango Lime Zest und Red Ginger steered into a cool tropical Confection. Also so ein Sorbet, ne? Oh mein Gott.
Und Leute, das riecht auch, das ist ein richtig, richtig toller, frischer Duft. Der Zitrone von Ava & May ist zum Beispiel cremiger, so vom Duft her. Und der ist halt so richtig zitrisch und frisch. Und ne, der ist bestimmt auch genial für im Sommer so ein bisschen diese Stimmung auch einzufangen. Und der einmal mitgekommen, sowie ein weiterer Herzensschmacker-Duft einfach, der nach frisch gebackenem riecht. Und zwar ist das Almond Pear Tart. Oh mein Gott, der ist so genial auch, Leute. Also das hier ist auch so ein toller Duft. Ich schau mal gerade, hier steht es leider nicht drauf, nach was das riechen soll. Also diese schönen Duftbeschreibungen. Aber oh, was hier ein genialer Duft einmal hier rauskommt, ne? So ein bisschen Mandel, dann diese Birne einfach, ne? Die da durchkommt, die so ein bisschen Süße nochmal gibt. Aber wie gesagt, Party Light, ein kleiner weiterer Suchtfaktor in meinem Leben, die ich unheimlich gerne mag und die Kerzen einfach so genial finde. Die sind natürlich genauso wie Ava & May. Das sind teurere Kerzen. Und ich war früher auch so, nee, gehe ich in eine Action, hole ich mir eine Kerze für 5 Euro, reicht mir auch. Aber das ist nicht zu vergleichen mit diesen Kerzen, finde ich einfach, weil die halt wirklich alles so in diesen Duft einhauchen, was man vielleicht bei günstigeren Kerzen, finde ich, hat man das nicht so häufig. Das kann mal vorkommen, dass man eine richtig coole Duftkerze erwischt, aber hier ist halt so Duft für zu Hause einfach, finde ich. Und ich liebe das, wenn mein Haus gut duftet, wenn man da durchgeht und diese Gerüche einfängt. Mag ich unheimlich gerne. Habe ich auch meistens, wenn ich putze oder so, dann mache ich grundsätzlich in den Zimmern brennt immer so ein bisschen eine Kerze, damit hinterher auch alles wohlig duftet. Ich ziehe mal von hier. Ich glaube, ich habe euch genug Kerzen gezeigt, ne? Aber ihr werdet lachen. Ich glaube, ich kriege auch noch einen vierten Teil hin, Leute, mit dem, was ich hier geshoppt habe. Da kann ich euch ja auch nochmal zuquasseln mit Kerzen. Und dann bin ich gespannt, ne? Ich hätte da wirklich einen eigenen Haul drüber machen können. Aber ja, ich bin halt in vielen Variationen eine kleine Eskalationsqueen. Vor allen Dingen was Kerzen. Nicht nur Beauty, ne? Aber hier kommt jetzt noch mal ein bisschen Beauty für euch. Das wollte ich euch noch zeigen. Das ist ein Micellenwasser mit Rosemary-Extrakt von Eclat Skin. Hier, diesen Sauger, ne? Den ich euch beim letzten Haul auch gezeigt hatte. Da gab es das nämlich dazu. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ist ein Make-up Remover and Cleansing Water. Wie gesagt, mit hier so Rosemary-Extrakt, fand ich, hört sich ganz, ganz gut an. Denn da konnte man so ein bisschen entscheiden, was man dazu haben möchte. Ist bei Best Secret dann einmal, wie gesagt, mitgekommen. Ich bin ja auch so ein kleiner Best Secret-Shopper. Da hatte ich euch ja auch diesen schönen Pulli gezeigt, ne? Und übrigens, ne, das kommt drauf an. Ich muss noch Kommentare beantworten. Mache ich jetzt direkt im Video, ne? Manche fallen ein bisschen größer aus. Ich meine, bei diesem Pulli stand auch SM dabei. Also S und M. Und normal habe ich dann S in den Pullis und die passen echt wunderbar. SM ist dann halt, das sieht man ja, glaube ich, ne? Die fallen dann so ein Ticken weiter größer aus. So, da wieder abgelenkt, Katrin wieder in Quassellaune. Und so sieht dieses kleine Micellenwasser aus, was man ja ganz gerne mal gebrauchen kann. So für die ersten, da fällt schon die Packung, die ersten Schichten Make-up abzunehmen, mag ich das ganz gerne. Natürlich beim Micellenwasser danach immer trotzdem eine richtige Reinigung hinterher. Mal schauen, wie das Teilchen hier funktioniert. Ne? Ich lasse mich ja gerne inspirieren und finde neue Produkte, die vielleicht was sind. Und mal zum Ausprobieren fand ich das ganz cool. Dann habe ich Schuhe. Ein weiterer Schwachpunkt in meinem Leben sind nun mal Schuhe bzw. Sneaker. Und da habe ich so ein bisschen gestöbert gehabt. Und das war so lustig, weil ich eigentlich für eine Arbeitskollegin am Stöbern war.
Und was passiert? Das passiert mir so oft, wenn ich eigentlich nur was gucken will oder nachschlagen will. Ich sag nur Stylevana, ich möchte nur mal gerade schauen für euch Preise oder keine Ahnung oder Links raussuchen oder sowas. Zack, hat Katrin wieder eine Bestellung aufgegeben. Also wirklich, das ist ganz, ganz gefährlich, immer irgendwas nachzustöbern. Hier, wie gesagt, war ich für eine Arbeitskollegin am Stöbern gewesen und bin dann über Schuhe gestolpert. Und bei Schuhen ist das so eine Sache. Also ich glaube, es gibt keinen schnelleren Schuhkäufer wie mich, muss ich echt sagen. Wenn mir was gefällt, dann ist das so, okay, die möchte ich haben, ne? Dann vielleicht noch einen Tag kurz drüber nachgedacht und dann, nee, ich möchte sie haben. Die waren jetzt auch wirklich vom Preis her völlig okay. Ich glaube, 50 Euro haben die gekostet. Sind hier von Adidas. Da sieht man auch meine Schuhgröße, ne? Oder? Ja. Einmal 38. Kleine Füße, große Frau übrigens, ne? Bei 1,74 Meter und nur Schuhgröße 38. Das ist, glaube ich, selten, ne? Meistens hat man da, lebt man ja auf größerem Fuß. Aber ich habe eine sehr coole Größe, was das angeht. Und oh mein Gott, ich zeige euch die mal. Ich weiß nicht. Ich fand die einfach richtig cool, ne? Die würden jetzt auch perfekt hier zum Pulli einmal passen. Ihr seht's, ne? Frisch eingetroffen in dem Falle, ne? Kerzen vielleicht ein bisschen älter, Schuhe einmal frisch. Ich liebe auch, dass die Neongrün hier einfach innen drin sind. Das sind so Momente, oh Katrin, aber sieht keiner, ne? Ist ja hier innen drin, aber ich finde es trotzdem nice, dass sie Neongrün sind. Kommen hier einmal so daher, die sind auch so cool gebunden, das würde ich glaube ich nie hinkriegen, die so zu binden. Also darf ich nicht kaputt machen, weil das so eine extra Bindetechnik ist, die ich richtig cool finde. Und oh mein Gott, sie haben einfach Klettverschluss. Damals, als man noch keine Schuhe binden konnte, oh mein Gott, ne, gab es ja auch immer so für die Kleinen hier, kriegst du Klettverschluss, für kleine Katrins auch einmal Klettverschluss. Aber ich fand die irgendwie richtig, richtig cool. Ich sehe jetzt übrigens erst, ne, dass ich hier sogar noch so ein, wie cool ist das denn? Hier so ein extra Beutelchen für die Schuhe habe, was natürlich auch sehr cool ist. Und Leute, ich liebe Schuhe. Ich kann auch ganz schwer Schuhe quasi entsorgen. Ich habe auch einiges an Schuhen, auch an Turnschuhen. Und kennt ihr das, wenn irgendwann ist ja dieser Weichmacher in dieser Gummisohle, der ist ja nichts mehr, ne? Und dann werden die zu Klackerschuhen, die so richtige harte Sohlen kriegen, weil das Gummi schon so weich ist. So alte Schuhe habe ich noch in meinem Besitz und dennoch trage ich sie und wenn es auf der Baustelle ist, ne? Einmal hier, aber in dem Falle noch einen ganz tollen weichen Gummi. Ich freue mich drauf, in denen rumzujumpen. Und die sind bei Best Secret mitgekommen. Best Secret, sage ich euch immer wieder, egal was ihr sucht, ihr werdet irgendwie fündig. Die haben so geniale Sachen. Dann muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, denn ich suchte sie. Ich finde die so, so genial. Das ist natürlich immer auch so eine Sache, bei manchen halten sie besser, bei manchen schlechter. Bei mir halten diese Press-Ons von Do Nails so mega genial. Ich kann euch das mal zeigen, ne? Also ich muss sie jetzt auch abmachen, ne? So langsam ist hier finito und morgen auf der Arbeit muss ich auch die Scheckmaschine sauber machen. Deswegen, das werden die nicht aushalten mehr, ne? Aber da sieht man so richtig, wie die schon rausgewachsen sind, ne? Also die halten wirklich Bombe und ich renne ja wirklich auf Baustellen rum und tralala, die machen das bei mir persönlich alles mit. Es kann mal sein, dass ich kleines Trottelchen mich irgendwo stoße, das tut immer wie, oh mein Gott, und mir die quasi so runterhebele, ne? Das ist nicht angenehm, weil wirklich die halten halt fest. Ich benutze übrigens auch nur den Nagelkleber dazu und nicht diese Pads da, die es da gibt, weil das funktioniert bei mir nicht gut. Ich finde auch, dann bleiben auch die Haare und so hängen und hier, die schließen das immer so wunderbar ab. Es geht mega schnell. Wenn mal einer abfliegt, kann man schnell auch mal reparieren. Ist mir zum Beispiel, oh, wie schön da noch Owens Eye Glitzer dran hängt, ne? Ist mir bei dem hier zum Beispiel auch passiert. Der ist mir auch abgerissen worden, muss man ja sagen, ne? Von einem kleinen süßen Hund einmal abgerissen.
rissen worden. Den musste ich dann kurz nochmal ankleben. Hat wehgetan wie Punkt, Punkt, Punkt. Und aber ne, man konnte es dann rucki-zucki nochmal reparieren. Da ich den Nagelkleber einfach nur verwende, habe ich halt bei Do Nails nicht nur die bestellt, sondern auch nochmal ein bisschen Nagelkleber-Action und habe mir den nochmal nachbestellt. Einmal war im Set dabei und einmal habe ich ihn mir extra geschnappt. Mein Do Nails Code, wisst ihr, blende ich euch ein. In den Sets enthalten ist auch immer dieses Nagelöl. Und dieses Nagelöl benutze ich tatsächlich nur noch zum Abmachen. Das habe ich euch beim letzten Mal auch schon erzählt. Denn das ist einfach, es ist gemütlicher und es funktioniert schonender, finde ich, wie diese Methode, die ich euch gezeigt habe, die auch Do Nails quasi empfiehlt. Übrigens, ne, hier Haus geputzt, Dusche geschrubbt, wirklich die Ecken in jedem Haus einmal die Schränke und alles abgewienert und sie sind noch drauf, ne? Nur mal by the way, weil irgendjemand hat geschrieben, ja, dann darf ich ja auch nicht mehr putzen, soll mich verspülen, darf nicht duschen oder tralala. Nee, das machen die Nägel schon mit. Zum Abmachen, wie gesagt, immer einfach nur noch das Nagelöl. Das ist echt sehr, sehr nährend, finde ich auch immer für die Nägel und macht das Ganze halt schön schonend ab. Man muss halt bedenken, dieses Fett, dieses Ölige löst halt den Kleber davon sehr, sehr gut. Deswegen, ne, einmal das in den Sets. Ach so, ja. Habe ich mir übrigens auch noch eins als Reserve nachgeschnappt und eins war dann im Set, sowie diese Glasnagelfeile. Dies bekommt ihr auch in diesen bereits reduzierten Sets und auf die gilt ja auch der Code, finde ich dann. Also ich bin ja auch ein Eigencode-Benutzer, ist ja kein Geheimnis hier, ne? Warum auch nicht, wenn man was sparen kann. Und da schnapp ich mir dann halt auch die Sachen nochmal günstiger. Und auf jeden Fall bekommt ihr auf die bereits reduzierten Sets natürlich auch nochmal diese 15%. Also könnt ihr dann noch einen Ticken mehr sparen, was sich, finde ich, immer lohnt. Deswegen schnapp ich mir dann auch die Sets, so wie diese Nagelfeile, die dann halt damit drin ist. Dann habe ich euch ja beim letzten Mal gesagt, ich habe mir auch irgendwo Bubblegum gekauft. Ich weiß nicht, ich mag übrigens diese hier, diese Squares am liebsten. Da komme ich am besten mit klar. Die finde ich am praktischsten irgendwie, weil ich nicht so der Krallentyp bin. Krallennageltyp. Gibt's sowas? Katrin erfindet wieder Wörter. Auf jeden Fall für die Arbeit und so. Ich finde die am praktischsten. Wenn die zu lang sind und ich manche Bewegungen auf der Arbeit mache, dann sind die mir einfach im Weg. Und auch wenn ich die Käbelchen in meine Steckerchen drücke auf der anderen Arbeit, sind die hier halt von der Fläche, sind die so genial. Und deswegen, das hier ist so meine liebste Form davon. Und Bubblegum, oh mein Gott, die habt ihr schon gesehen auf meinen Nägelchen. Ich habe die Packung noch gefunden, ne? Da sieht man auch schön, welche Größen ich so benutze. Habe ich dann einmal hier noch. Oh mein Gott, die sind auch, meine ich, im Moment wieder erhältlich. Da müsst ihr echt hinterher sein. Die sind mal wieder da, mal wieder weg. Die kommen irgendwann wieder, ne? Aber einmal Bubblegum, oh mein Gott, richtig, richtig gut. Schöne Farbe. Und hier, das habe ich vergessen, welche Farbe das ist. Die seht ihr ja hier, ne? Dann habe ich die noch mitgenommen. Das wäre jetzt ganz gut, wenn ich alle Farben im Kopf hätte. Weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, man sieht es ja, welche das hier sind, ne? Die fand ich nämlich auch so hübsch. Und die hatte ich auch bereits vorher schon mal und habe mir die dann nochmal nachgeholt. Ihr könnt die Nägel aber natürlich nochmal benutzen. Aber ich wollte sie halt nochmal haben, weil ich diese Form und diese Farbe richtig genial fand. Dann habe ich, die habe ich schön eingepackt, sodass ihr gar nichts sehen könnt, ne? Die habt ihr auch schon auf meinen Nägeln gesehen. Und da sind wir beim Thema Krallen, ne? Also die sind mir tatsächlich schon zu lang. Da gibt es ja jetzt diese neueren, kürzeren, ne? Die sind sehr, sehr schön. Das sieht hübsch aus. Aber ich finde die. Für mich zum Arbeiten finde ich die tatsächlich ein bisschen zu lang. Ich meine, positiv ist wieder, man kann sie schnell entfernen. Jetzt quatsche ich euch hier wieder so viel zu. Die habe ich noch mitgenommen. Einmal diese schöne Farbe. Und ich glaube, da haben wir auch alle die Square und die einen, diese Mandel-Dinger.
gibt es ja jetzt auch ein bisschen kürzer, ne? Und dann habt ihr aber so ziemlich alle Formen hier einmal mit am Start, wo bei mir noch mitgekommen ist, ne? Und wie gesagt, dann als Päckchen. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal zuschlagen, weil das echt, die sind so genial, ne? Ich mag die, weil die so richtig schön flexibel sind. Ich sag euch dazu, Dosen öffnen, ne, ist nicht. Also das wird zwar so gesagt, also die halten wirklich viel aus, wie gesagt, mit dem Nagelkleber, aber so eine Dose zu öffnen, nee. Da habe ich auch Angst vor, ne, wenn die dann abreißen. Und man sieht das auch so schön, wie lang meine Nägelchen geworden sind, ne? Da unten drunter. Weil die wachsen natürlich dann auch schön nach. Und aber ich würde keine Dose öffnen. So, weil dann könnte es sein, dass die euch so abfliegen, ne? Das ist viel Druck dahinter. Ich sag's euch, ich muss lachen, weil da kommt immer noch. Von den Kerzen ganz zu schweigen. Ich sag doch, ich krieg noch einen Teil 4 zustande mit hier querbeet einmal. Ne? Auf jeden Fall habe ich euch noch was zu zeigen von Pat McGrath. Weil da habe ich ja nicht nur die eine wunderschöne Palette gezeigt, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, sondern ich konnte ja nicht widerstehen. Und diese musste auch einmal mit. Die hatten die nämlich noch mal gehabt und da musste ich dann zuschlagen, wie ich gesehen habe, dass die wieder im Stock sind. Im Stock, im Stock. Out of stock, in stock, keine Ahnung, ne? So, aber die habt ihr mal bei Instagram. Also wer bei mir bei Instagram folgt, hat die auch schon mal als Look auf meinen Augen gesehen. Ich liebe diese Paletten, ich liebe die Qualität und die ist einfach, die ist so schön. Wirklich, die sind auch so schön. Von den Farben her so eine richtig schöne, bunte Palette, mit der man so viel machen kann, neutral gehen kann oder wirklich kabumm in Farben reingehen kann, finde ich unheimlich schön, ist hier diese, wie heißt sie denn? Mothership Mega Celestial Odyssey Palette, wo man wieder die Verpackung auch nicht wegwerfen kann, weil die auch so schön ist. Kommt hier schön wieder mit rein. Habe ich jetzt schon schön, habe ich fast gar nicht erwähnt, ne? Schön, schön, schön ist das. Katrin. Ich habe hier übrigens auch meine Rechnung noch mit drin. Ne? 74,98 Euro war die halt im Angebot gewesen. Fand ich ganz gut. Und die andere, die ich euch gezeigt habe, war 56,77. Und es gab halt auch 2 Gratis-Goodies. Die kamen auch noch mit. Die habe ich auch noch nicht getestet. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Einmal hier so ein Clear Vinyl Gloss habe ich einmal hier mit dazu bekommen und eine kleine Dark Star Mascara 5 ml. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die ist. Hier in wunderschönem, also ich mache die jetzt nicht auf. Das Thema hatte ich letztens auch mit Antje, ne? Ich kann ja nicht jede Mascara aufmachen, die wird mir ja schlecht. Also ich muss ja erstmal benutzen, damit ich neue habe. Damit ich dann auch wieder welche aufmache. Das ist mir einfach zu schade für die Produkte, weil ich gebe da ja auch mein Geld für aus. Deswegen bleibt auch da das Bürstchen hier einmal geheim. Es sei denn, es ist irgendwo abgebildet. Leider nicht, ne? Einmal so schaut die von außen aus, ne? Aber da kann man ja auch zur Not nachgoogeln oder so und findet da Bilder, wie das Bürstchen oder so aussieht. Ich lasse mich mal überraschen. Hier einmal die kleine Mascara und das Lip Vinyl gab es gratis. Und dann, wie gesagt, diese, ich habe doch die andere auch hier. Einmal die, wo ich euch beim letzten Mal gezeigt hatte. Das war quasi der Haul und das waren die 2 Gratis-Produkte. Ne? Habt ihr nur die eine in dem Haul und die andere in dem anderen Haul gesehen. Mit der habt ihr, wie gesagt, einen Look wenigstens dann auf Instagram, wo ihr einmal nachschauen könnt, falls ihr mir da nicht folgt. Freue ich mich da natürlich auch, wenn ihr mir da folgt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinem kleinen Chaosleben mit dabei seid und mich hier abonniert, mir hier folgt quasi und so in die ein oder andere kleine Katrin-Shopping-Eskalation mit reinguckt. Ich sage immer dazu, Leute, das sieht immer so aus, als hätte ich sonst wie viel geshoppt und gemacht. Die Sachen zum Beispiel hier, die habe ich im Dezember gekauft, ne? Und
zeige euch das nur jetzt hier so ein bisschen mal in einem Haul, weil ich euch die Sachen nie gezeigt habe. Also ich kaufe da was und habe euch das noch gar nicht gezeigt. Und ich sag auch nicht umsonst dazu, ne? Leute, bedenkt das. Ich gönne mir halt auch das ein oder andere, weil ich dafür arbeiten gehe. Ich habe nicht umsonst 2 Jobs. Und denkt nicht, dass ich mit dem Geld, was ich hier auf YouTube bekomme oder so, in auch nur ansatzweise leben könnte oder wirklich, also ich mache Minus. Im Endeffekt ist das ein Minusgeschäft, was für mich aber okay ist, weil das halt mein Hobby ist, meine Leidenschaft ist, die ich hier immer wieder mit euch teile und euch die Sachen zeige und einfach wie mit Freundinnen quatschen ist das hier für mich. Über eine Sache, die ich von Herzen gern mache. Sonst könnte ich das hier auch nicht machen. Und wie gesagt, ich gebe da mein Geld für aus und zeige euch das. Ich bin natürlich, kriege ich auch hier und da mal was zugeschickt, was mich natürlich freut. Dann kann ich auch für euch ein bisschen mehr Content machen, ne? Aber nur nicht, dass ihr denkt, okay, die zieht los und kauft innerhalb von einer Woche das. Also das wäre schön, wenn ich das Geld hätte. Das habe ich natürlich nicht. Aber ich sage auch immer dazu, Leute, ich glaube, das geht bei euch allen so. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, wenn es ein Duschgel ist, dass ihr euch im DM schnappt und da mega happy drüber seid, das sind einfach kleine Gönn-mir-Momente, die man hier und da einfach nötig hat und über die man sich freut und damit glücklich ist. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man einfach sich damit selber auch hier und da eine kleine Freude machen kann. Und das solltet ihr genauso tun wie ich, kleine Quasseltante, die hier vor euch sitzt und euch dies und das und jenes zeigt, ne? Gönnt euch das, auf was ihr Lust habt, auf das, was ihr Bock habt, was ihr gerne möchtet, was natürlich in eurem Budget liegt oder auf was ihr länger schon gespart habt oder so. Und werdet damit einfach glücklich und gönnt euch diese Glücksmomente, ne? Die hat man meistens nicht nur einmal, so wie jetzt zum Beispiel, dass die Sachen hier schon ein bisschen gestanden und ich hole mir die wieder raus oder gehe durch meine kleine Sammlung und freue mich da immer wieder dran. Und vielleicht geht es euch genauso. Vielleicht seid ihr deswegen auch bei mir, kleinen Verrückten, gelandet. Und ich quatsche hier so viel. Das ist hier wieder Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch ist hier mit am Start, aber ich mache das einfach gerne mit euch, einfach so ein bisschen rumquasseln. Ne? Schade, dass ihr manchmal nicht antworten könnt. Also ich bin nicht so gewandert in Technik und live und keine Ahnung, sorry an dieser Stelle. Ne? Ich schweife hier weiter ab. Leute, ich erzähle euch gleich noch, keine Ahnung, ich muss gleich noch die Wäsche auf jeden Fall bügeln. Oh mein Gott, ich muss so dringend bügeln, Leute. Könnt ihr auch so einen Bügeltalk mal mit euch machen. Ne? Muss auf jeden Fall ganz, ganz dringend Wäsche bügeln, hat noch unten Wäsche, die ich noch waschen muss. Oh Gott, 3 ganze Körbe. Ich hasse Wäsche. Ich hasse es. Habe aber mein Haus schon, wie bereits erwähnt, ganz fleißig geputzt. Über dieses kleine Chaoszimmer müssen wir nicht reden. Ne? So ein bisschen Chaosbeseitigung im Falle eines Hauls haben wir ja hier quasi gemeinsam, waren wir ja fleißig und haben das schon mal so ein bisschen abgearbeitet. Und ich sag's euch, Leute, ich mache immer weiter, bis ihr jetzt abschaltet und mir einmal zuwinkt, was ich jetzt wirklich auch mache. Euch einen wunderschönen Tag wünsche und ganz viel Liebe rausschicke, ihr Süßen. Und mich hier an dieser Stelle jetzt bei euch verabschiede und euch beim nächsten Mal dann bestimmt wieder zuquatsche. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüssi.